Hey Leute, ich bin's wieder, euer Pokémaniac. Heute habe ich euch das Buschfeuer-Themendeck mitgebracht. Buschfeuer ist auch Programm. Und zwar Busch und Feuer, Pflanze und Feuer. Ja. Dieses Themendeck ist eins meiner liebsten. Es hat ziemlich coole Karten da drin. Sowie auch Feuerkarten. So, hier sind erstmal die 12 Damage Counters. Die Regeln. Und natürlich die Coin. Und das hier ist das Deck. Hier ist das Vulnona. Das ist ziemlich cool. Das ist die Holo-Karte. Dann haben wir hier zwei Vulpix. Und zwei Glutexo, was dieses Deck schon ziemlich stark macht. Drei Glumanda. Nein, vier sogar. Vier Glumandas. Ein Arcani. Eine der stärksten Karten hier in diesem Deck. Oder die stärkste. Zwei oder drei? Ne, zwei. Zweimal Fukano. Das war der Feuerteil. Und nun kommt hier der Pflanzenteil zum Vorschein. Zweimal das Tangela. Nidoran. Viermal an der Zahl. Nidoran männlich war das. Und vier Hornlius. Das waren die Pokémon in diesem Deck. Hier haben wir Feuerenergien ohne Ende. Oh, ich vermute 18 Stück oder so. Als Gegenprobe zähle ich mal das. Die alten Basis-Themendecks, die haben immer 28 Energiekarten. Ja, wir haben 10 Pflanze und 18 Feuer. Die haben immer 28 Energiekarten. Meistens von dem einen ein bisschen mehr. So, und hier haben wir eine weitere Sternkarte. Und zwar Göre. Trainer. Plus Power. Energiezugewinnung. Eine weitere Energiezugewinnung. Trank. Noch einmal Trank. Noch einmal Trank. Also, zwei Energiezugewinnung, drei Trank. Energieabsauger. Und Tausch. Einmal. Und Windhauch. Einmal. Das wäre schon das Themendeck. Und ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Und ihr schaut auch das nächste Mal wieder zu, wenn ich für euch einen weiteren Teil dieser Themendeck-Serie öffne oder irgendwas anderes. Ja. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Und bis zum nächsten Mal. Euer Pokémaniac. Bis dann.